Im heutigen Video zeige ich euch unseren fast plastikfreien Wocheneinkauf. Freitag ist Biokistentag. Da bekommen wir unsere Biokiste von einem regionalen Bauern. Da sind fast auch nur regionale Lebensmittel dabei. Man kann aber auch einige andere Lebensmittel, die eben unser Biobauer nicht anbaut, aus dem Bio-Großhandel dazu bestellen. Ich werde jetzt diese Biokiste ohne Kamera auspacken und dann gehe ich mal mit der Kamera darüber. Das sind die frischen Lebensmittel, die ich diese Woche bestellt habe. Fast alles regionale Lebensmittel, bis auf die Süßkartoffeln, die Granatäpfel und die Aubergine. Die kommen aus Spanien, sonst alles regionale frische Lebensmittel und ihr seht, plastikfrei. Die Champignons hier, die sind in einer Plastiktüte, allerdings ist die, soweit ich informiert bin, aus Maisstärke. Was haben wir uns denn diesmal bestellt? Was immer dabei ist seit Wochen bzw. Monaten, ist frische Koriander, frische Petersilie und Stangsellerie. Diese grünen Lebensmittel liebe ich und presse mir regelmäßig daraus grüne Säfte. Dann haben wir hier die Champignons, dann einen Hokkaido-Kürbis, dann haben wir hier einen Blumenkohl, Eisbergsalat, Brokkoli, dann regionaler Paprika, dann haben wir hier noch grüne Bohnen für meinen Ältesten, der liebt gekochte grüne Bohnen. Die grünen Bohnen kann man ja nicht roh essen. Die müssen gekocht werden. Dann haben wir hier noch ein bisschen Obst, regionales Obst, Birnen, Äpfel. Meine Lieblingsgemüsefrucht, Gurken und diese urigen Biomöhren. Das sind Saftmöhren, die gibt es ganz günstig bei unserem Biobauern, 90 Cent das Kilo. Da habe ich 3 Kilo bestellt, die anderen 2 habe ich jetzt noch in der Biokiste gelassen und nur 1 Kilo davon ausgepackt. Also, das war der Inhalt unserer Biokiste vom Freitag. Was viele auch immer wieder interessiert, wie viel bezahlt ihr denn für so eine Biokiste? Ihr seht hier unseren Lieferschein. Das sind hier diese Lebensmittel aufgelistet mit dem Einzelpreis. Und unsere Biokiste könnt ihr ganz unten erkennen. Gesamtsumme kostet 53,12 Euro. Wir waren gerade im Bioladen, nehmen einen kleinen Umweg nach Hause durch den Wald. Hier ist meine Fahrradtasche. Das ist unser Bioladeneinkauf. Den zeige ich euch auch gleich. Aber was ich euch jetzt vor allem hier im Wald zeigen wollte, ich bin zwar jetzt nicht einkaufen, weil im Video geht es ja ums Einkaufen, um das fast plastikfreie Einkaufen, was ich auch schon seit vielen Jahren regelmäßig mache, mich in der Natur bedienen. Und was ihr hier seht, sind ganz viele Brennnesselpflanzen. Und da sammle ich mir jetzt so ein paar junge Blätter für meine heutige Abendmahlzeit. Ich habe auch kürzlich ein Video veröffentlicht. 6 Varianten, wie man Brennnesseln roh essen kann. Wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch oben rechts in den Infokarten. Das wird heute eine schöne Wildkräutermahlzeit. Mit einem meiner Lieblingswildkräuter, der heimischen Brennnessel. Plastikfrei und super gesund. Hier wächst auch noch die weiße Taubnessel, da nehme ich auch gleich noch ein paar Blättchen mit. Und hier gibt es jungen Giersch, da nehme ich auch gleich noch ein bisschen was mit. Meine kleine Wildkräuterausbeute für heute. Das ist unser Bioladeneinkauf von heute, sozusagen ein Zukauf zur Biokiste, die ihr ja heute schon gesehen habt. Wir gehen mal darüber. Es ist fast plastikfrei. Das hier ist gefrorenes Gemüse. Das gibt es in einem Pappkarton und das kaufe ich vor allem für meinen Ältesten. Das dämpfe ich ihm oft mit Zwiebeln und Knoblauch. Dazu gibt es Kräuter und oft Wildreis oder Kartoffeln. Dann haben wir hier Knäckebrot, das mögen meine Jungs auch sehr gern, mit Nussmus zum Beispiel. Das Knäckebrot gibt es auch in einem Pappkarton und ist nochmal in einer Art Papier. Aber dieses Papier ist dann innen nochmal mit einer dünnen Plastikschicht beschichtet. Dann haben wir hier ein regionales Gemüse, das ist Lauch.
Dann Kartoffeln, regionale Kartoffeln für meine Jungs. Dann haben wir hier ein Aprikosenkernmus mit Mandelmus, Nussmus, das lieben meine Jungs. Dann noch eine Tomatensoße, eine ganz einfache Tomatensoße Toskana. Dann haben wir hier 6 Eier, die hat sich heute mein Jüngster ausgesucht. Dann ein Bund Radieschen. Dann konnte ich noch sehr reife Feigen ergattern. Das sind meine Lieblingsfrüchte. Leider geht ja die Saison zu Ende. Dann haben wir hier noch ein Stück geräucherten Käse. Den hat sich auch mein Jüngster ausgesucht. Den gibt es so einmal im Monat oder alle 2 Monaten. Wünscht er sich so ein Stück Käse. Dann haben wir hier Chicorée, auch regionaler Chicorée. Dann Knoblauch. Dann noch ein bisschen regionale kleine Tomaten. Dann habe ich für meine Jungs ein Brot gekauft. Das ist ein Einkornbrot. Einkorn ist so ein Urweizen wie Kamut oder auch wie Emma. Das ist noch nicht so hochgezüchtet wie Weizen. Also Weizen vermeide ich für meine Jungs. Es gibt dann oft Kamut oder Einkorn oder auch mal Dinkel. Dann haben wir hier mal was mit ausschließlicher Plastikverpackung. Das sind die Lieblingsriegel von meinen Jungs, so ein Erdbeerfruchtriegel und dann noch 2 sehr leckere Schokoladen von Nukao, Berberitze Beere und Haselnuss. Die sind zwar in einer Pappverpackung, aber die Schokolade an sich ist dann nochmal in Plastik eingepackt. Das ist also unser Bioladeneinkauf. Und wenn man das Ganze betrachtet, Bioladeneinkauf und dann noch die Biokiste, dann haben wir heute sehr, sehr plastikarm, fast plastikfrei eingekauft. Der Bioladeneinkauf hat um die 49 Euro gekostet und die 2 hochpreisigsten Lebensmittel waren die Feigen. Das sind 6 Stück und da kostet eine 89 Cent. Also dafür habe ich schon über 5 Euro bezahlt. Und auch die Nussmuse sind nicht sehr preiswert. Da kostet ein Glas 6,99 Euro. Also da habe ich schon mit 2 Lebensmitteln einen Preis von über 12 Euro gehabt und es ist sonst nicht die Regel, dass wir so hochpreisige Lebensmittel jede Woche kaufen. Dieser Wocheneinkauf ist für 3 Personen und wenn ich immer mal wieder Videos gemacht habe, wo ich zum Beispiel meine Biokiste ausgepackt habe, dann kam natürlich oft die Frage, reicht es denn für eine ganze Woche? Also diese Lebensmittel reichen nicht für 3 Personen für die ganze Woche. Meistens gehe ich am Dienstag nochmal einkaufen. Ihr habt die Biokiste und den Bioladeneinkauf gesehen. Hier gibt es noch 6 Gurken vom Wochenmarkt. Unser Mitbewohner, der liebe Henry, der geht jede Woche 2-mal auf den Wochenmarkt und bringt uns immer ganz tolle regionale Gurken mit. Und eine Gurke kostet 1 Euro, also habe ich für diese Gurken 6 Euro bezahlt. Hier haben wir noch einen kleinen Zukauf, den wir auch jede Woche tätigen. Wir lieben Beeren und jetzt ist leider die Beerensaison herum. Es gibt keine frischen Beeren mehr, zumindest keine regionalen Beeren. Und was wir dann immer machen, wir kaufen im Konsum Bio-Himbeeren. Also wir alle, meine Jungs und ich, wir lieben Himbeeren. Meine Jungs essen sie auch gern so halb gefroren. Ich tausche sie mir dann auf, so eine halbe Packung. Und da kaufen wir in der Woche ungefähr 4 bis 5 solche Päckchen und so eine Packung Bio-Himbeeren kosten im Konsum 2,99. Eigentlich wollte ich heute im Bioladen auch Bananen kaufen. Das habe ich ganz vergessen. Glücklicherweise hat uns heute unser lieber Mitbewohner, der Henry, richtig schöne reife Bananen aus dem Alnatura mitgebracht. Die seht ihr jetzt hier. Und für meine Jungs mache ich ab und zu Bananeneis. Da friere ich reife Bananenstücke ein oder ich mixe ihnen ihren liebsten alternativen Schokoladenpudding mit Bananen. Da habe ich kürzlich auch ein Video veröffentlicht. Das verlinke ich euch oben rechts in den Infokarten. Biokiste und so ein Bioladeneinkauf pro Woche sind bei uns die Regel. Ab und zu bestellen wir auch bei verschiedenen Online-Versenden noch einiges dazu. Einmal im Monat oder auch alle 2 Monate. Und diese Woche gab es auch noch 3 extra Bestellungen. Und ich zeige euch, was wir da noch bestellt haben. Diese Woche habe ich bei Lebenskraft pur bestellt. Kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsprodukt zuerst. Das ist Grassaftpulver aus Kamut und Gerste. Dieses Pulver nehme ich schon seit über einem Jahr fast täglich zu mir. Das habe ich auch oft auf Reisen mit. Und das Tolle bei Lebenskraft pur, bei den verschiedenen Produkten gibt es auch immer einen Rabatt. Wenn man ab 3 Gläser nimmt von einem Produkt oder 6 Gläser, dann bekommt man einen deutlichen Rabatt.
Beim Grassaftpulver bestelle ich meist 3 oder 6 Gläser und teile mir diese dann mit Freunden. Ihr seht, das ist relativ plastikarm verpackt in einem Glas. Hier gibt es einen Plastikdeckel und ein bisschen Plastikfolie. Auch dieses Produkt, 7 Kräuter, das schätze ich auch sehr. 7 schöne, bittere Kräuter nehme ich auch fast jeden Tag zu mir. Auch dieses Produkt ist relativ plastikarm, also so ein Plastikdeckel und ein bisschen Folie. Dann habe ich 6 dieser Tüten bestellt. Das sind Zahnkristalle. Ich hatte kürzlich ein Zahnpflege-Video gemacht, wo ich diese Zahnkristalle noch mal ein bisschen vorstelle. Wer das Video noch nicht gesehen hat, dann verlinke ich es euch oben in den Infokarten. Diese Zahnkristalle sind in einer Papierverpackung, nur dann oben am Verschluss, da ist so ein Clip. Wenn man das dann aufreißt, dann ist da noch mal so ein Verschluss, der ein bisschen aus Plastik besteht. Und dann hier eine Lieblingssüßigkeit meiner Jungs in einer großen Tüte, ein Kakao-Cashew-Mix. Da habe ich auch 3 Tüten bestellt. Diese Woche habe ich mal wieder bei Keimling bestellt. Dort bestellen wir meistens Trockenfrüchte und Nüsse in Rohkostqualität. Diesmal habe ich auch wieder Datteln bestellt, 2,5 Kilo, weil das unser Hauptsüßungsmittel ist. Da stelle ich manchmal auch Dattelpüree her und süße zum Beispiel selbstgemachte Mandelmilch oder auch verschiedene Desserts. Dann habe ich für meine Jungs noch ihre Lieblingstrockenfrüchte bestellt, Mango Kent und Ananasstücke und hier nochmal Medjool-Datteln. Das sind Datteln, die schmecken einfach karamellig und die kann man auch gut für Energiebällchen verwenden, geben noch so ein bisschen einen karamelligen Geschmack. Und dann habe ich noch einige Packungen dieser Jackfruchtstücke bestellt. Das sind Jackfruchtstücke, also unreif geerntete Jackfrucht, die man wie Fleischersatz zubereiten kann. Und mein ältester Sohn, der Simon, der liebt Jackfrucht als süße Frucht, aber auch zubereitet als Fleischersatz. Da werde ich die Stücke schneide ich einfach noch ein bisschen kleiner und mariniere das Ganze in Sojasauce und brate das Ganze an. Und dazu gibt es dann einfach Gemüse. Und da habe ich jetzt einfach noch mal ein paar Packungen bestellt. Dies ist unser plastikreichster Einkauf. Ihr seht hier, die Datteln sind in einer großen Plastiktüte verpackt. Auch hier die Trockenfrüchte sind alle in einer Plasttüte verpackt. Und auch hier die Jackfrucht nochmal extra in Plastik. Diese Woche habe ich auch nochmal bei Proviant bestellt. Ich hatte da schon letzte Woche bestellt und unter anderem mir 2 solche Schalen plus Löffel bestellt. Die bestehen komplett aus Kokosnuss und werden in Vietnam in Handarbeit hergestellt. Jede Schale ist auch ein Unikat, jede Schale sieht anders aus. Und damit möchte ich einfach auch eine liebe Freundin unterstützen. Ihre Eltern kommen ursprünglich aus Vietnam. Sie ist hier in Sachsen aufgewachsen und möchte ein bisschen dieses Handwerk hier in Deutschland auch ein bisschen verbreiten. Und Proviant bietet eben diese Schalen und diese Löffel an. Und dazu habe ich noch einiges anderes bestellt, zum Beispiel eine unpasteurisierte Tamari-Soße, auch sehr lecker, ein bisschen Rohkostschokolade mit Füllung für meine Jungs und für mich getrocknete Tomaten. Ich liebe getrocknete Tomaten. Ihr seht, hier ist ein bisschen Plastik dabei, auch diese Schokolade ist in Plastik eingewickelt und hier bei der Sojasauce, da gibt es wieder hier so einen Verschluss, der aus Plastik besteht. Was eindeutig zu erkennen ist, diese Lebensmittel, diese 3 Bestellungen enthalten deutlich mehr Plastik als unsere frischen Lebensmittel aus dem Bioladen oder unsere Biokiste. Aber solche Einkäufe sind auch nicht die Regel, das ist eher die Ausnahme, einmal im Monat oder alle 2 Monate, je nach Bedarf. Meistens kaufen wir jede Woche frisch im Bioladen ein oder bestellen dann eben über die Biokiste frische, fast regionale Lebensmittel. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video inspirieren. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wie sieht euer fast plastikfreier Einkauf aus? Wo geht ihr am liebsten frische Lebensmittel einkaufen? Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Alles Liebe!